Hallo und herzlich willkommen zur zweiten ägyptischen Mission. Jetzt, hallo, ich darf mich nicht selber abzocken. Zweite ägyptische Mission. Wir kämpfen gegen Tutang. Wir haben einen Verbündeten hier, den wir versuchen zu beschützen mit vier Soldaten. Das sind nicht viele, immerhin. Vier ist mehr als nichts. Aber wir starten hier auch gerade unsere erste eigene Waffenproduktion. Unser Wohnhaus ist fertig, das bedeutet, unseren ersten Soldaten werden wir auch herstellen. So, dein Bogenschütze. Genau, und damit der Gegner nicht so viele Soldaten hat, versuche ich gerade hier, mich vorzuarbeiten an seine Kaserne und Waffenschmiede. Und sobald ich kann, werde ich hier einfach eine Truppe an Dieben hinschicken und dann klaue ich ihm alles. Ganz einfach. Warum selber arbeiten? So, wenn wir gerade schon bei Dieben sind, schicke ich mir die gleich mal hier runter. Oh Mist, ich habe Pioniere gemacht, nicht Diebe. Gut, meine Güte, denn. Dann machen wir das gleiche nochmal. Mit fünf Dieben. Oder vier. Vier ist auch in Ordnung. Ah, sind doch fünf geworden. Ja, manchmal sind es ein bisschen weniger, als man denkt. Oder als man eigentlich wollte ursprünglich. Ich teile meine Truppen jetzt auf. Einfach um. Den Gegner, also den hier, den verbündeten Computerspieler, zu schützen. Großes Wohnhaus ist wichtig. Sphinx und Brauerei. Die baue ich jetzt hier hinten, weil ich jetzt nichts anderes mehr sozusagen zu verlieren habe. Diebe, 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 hier runter. Okay, Pioniere, wenn wir so markiert sind, über Dieben. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Da sind die Soldaten. Nicht so cool. Aber solange die uns noch nichts tun, sage ich da natürlich nichts dagegen. Probieren wir direkt nochmal. So, jetzt müsste das ja klappen. Schweine habe ich jetzt. Einen Schlachter habe ich. Achso, Gold müsste ich auch noch herstellen. Gold. Ja, hier. Zack. Ein Lager kann ich wieder nicht bauen. Kein Platz. Da bin ich selber schuld. Direkt nochmal klauen. Meine Leute holen sich's schon ab. Das ist auch eine gute Sache. Super.
Und das Ganze machen wir jetzt hier oben mit der Kohle und dem Schwefel vielleicht auch. Gold. Wobei, ja, da hat es nichts zu holen außer einer Kohle, aber dann geht ihr mal wieder zurück und du holst dir jetzt die Kohle. Kohle fehlt mir nämlich auch. Da hätte es noch Kohle, aber da steht auch gleich der Nein, er hat Nein, hier zurück. Klaut die Kohle, Jungs. Kohle ist das Produkt. So. Hier drüben ist ein geschäftiges Treiben, so wie es gehört. So gefällt mir das auch. So, die Fischer fischen. Und meine zweite Truppe Soldaten kommt jetzt runter zum Schutz. Die sammeln hier weiter Land ein. Die sammeln weiter Land ein. Die da drüben sammeln weiter Land ein. Läuft also super. Oh, so viele Soldaten, hey. Und der traut sich davor. Verrückt. So, holt ihr mal die Kohle. Das läuft aber auch ganz gut. Mit diesen Edelsteinen habe ich jetzt meine Kampfkraft schon mal ziemlich angehoben, wenn ich das mal sagen darf. Wo ist der Edelstein? Da ist der Edelstein. Ich habe auch ganz schön viele Waffen hier übrig. Das heißt, mir fehlen eigentlich nur Soldaten. Und dazu brauche ich Leute und dazu fehlt mir der hier. So, und der braucht das gleiche wie im Bäcker. Das heißt, Getreide und Wasser. Einfach mal Zeug holen. Oh, das ist sehr knapp. Aber sie haben nichts getan, okay. In dem Fall ist es mir dann auch egal. Oh, da schlachtet gerade jemand. Das klang fies. Das klang echt fies. Aber gut. So ist das nun mal. Gehört dazu. Dass die da einfach nur rumstanden, hey. Ich dachte, ich sehe gerade nicht richtig. Ich denke, ich habe den Gegner genug aufgehalten. Hier ist auch alles in Ordnung. Meine Truppen hier sind zusammengekommen. Da fehlt noch mehr Getreide. Getreide, Getreide, Getreide.
kann ich halt gerade nichts tun dafür. Da fehlt Wasser. Und mir fehlen allgemein einfach Leute. Aber das kommt noch. Das kommt noch, da mache ich mir keine Sorgen. Andererseits kann ich auch diese Leute hinnehmen. Da hätte ich schon mal 8 Leute mehr. So, dann holen wir mal zu 5 was ab. Super, dass die mir nichts tun. Und die wandle ich jetzt wieder um. Genau. Und die rennen auch sofort wohin und machen irgendwas. Das ist ganz gut. Mein großes Wohnhaus ist fast fertig. Das bedeutet, ich greife jetzt einfach an. Von hier und von hier aus. Weil es mehr ja nicht hat. Und ich will das ja auch nicht ewig durchziehen. Also es wäre ja sonst viel zu lang. Da kommen ja auch wieder meine nächsten Truppen. So, das scheint ja ganz gut zu laufen. Scheint super zu laufen. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hatte, dass wir von beiden Seiten angreifen. Und schon gar nicht mit seinem Material. Schicke Sache. Geht doch. Den Turm und den Turm. Und da haben wir schon gewonnen. Ich dachte nur, der wäre viel stärker. Aber ist auch in Ordnung. Da muss ich mir schon mal keine Sorgen machen. Weil dann habe ich auch gewonnen. Und dann hätte ich aber auch dieses große Wohnhaus nicht gebraucht. Um diese ganzen Soldaten herzustellen. Das ist jetzt wieder Overkill gewesen. So, das ist schon wieder der letzte Kampf. So, fertig. Oh, hier seid ihr fies. Das war's jetzt nämlich auch schon wieder. Jetzt will ich mal gucken, wie viele Soldaten ich hier oben jetzt noch habe, dadurch, dass ich ein Gebäude gebaut habe. Ja, ganz schön viele. Und damit hätte ich ihn dann auf jeden Fall fertig machen können. Okay, gucken wir nochmal nach den Kanten. Ich glaube, ich habe hier ja alles abgesucht gehabt, da war ja nichts. So. Genau, da war ja nichts. Da hinten auch nicht. Genau, super. Dann danke fürs Zuschauen. Schaut bei den Schlotzern vorbei und vielen Dank und einen schönen Abend oder Morgen oder Abend oder Morgen oder Mittag oder alles dazwischen. Ciao.